Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Chronicle. Und heute mit einem etwas anderen Start, denn wir sind nicht mit den Kondor hierher geflogen, sondern wir befinden uns immer noch in derselben Ebene, wo wir letzte Folge aufgehört haben zu spielen. Und in dieser Ebene haben wir jetzt einfach mal alle Gegner gekillt. Da kann ich gleich nochmal in meine Waffe reingucken. Status, ich habe immer noch 0 Synthesepunkte. Fragenschuss, den habe ich immer noch. Sollten eigentlich, soweit ich weiß, hoffentlich dieselben Werte sein wie bei den letzten Fragen. Also den Fragenschuss, den wir in der letzten Folge bekommen haben. Bin mir aber nicht sicher, er könnte vielleicht etwas schwächer oder vielleicht sogar etwas stärker. Ich tendiere aber zu etwas schwächer sein. Und unser Schmetterschlüssel plus 2, der ist, denke ich mal, sehr, sehr viel schwächer als in... Obwohl. Der sieht sogar stärker aus als letzte Folge. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt irgendwie anders hochgelevelt habe als in der letzten Folge. Aber wahrscheinlich, wenn ich mir hier den Angriff so angucke. Denn 58 hatte der in der letzten Folge definitiv noch nicht. Der ist jetzt auf demselben Level wie der Fragenschuss. Und dann schauen wir doch mal, was das hier ist. Das ist wieder so ein Stern wie im Regenbogen-Schmetterlingwald. Weiter kommst du offenbar noch nicht. Dann wird es hier doch nur einen Ausgang geben. Dann war das eine Ausnahme mit den Dungeon, mit den letzten Dungeon, wo wir einen Sonnen- und Mondausgang hatten. Ja gut, dann haben wir wenigstens weniger Auswahl. Das ist auch schön. Wissen wir direkt, wo es weitergeht. Und dann schauen wir mal irgendwann im späteren Spielverlauf, dass wir irgendwie durch den anderen Ausgang noch durchkommen. Hauen wir hier erstmal unser... Den Granat habe ich verwendet. Das weiß ich. Das muss ich noch machen. Ich weiß zwar nicht mehr, wahrscheinlich für... Ja, definitiv für meinen Schraubenschlüssel. Aber den Granat, den habe ich verwendet. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich hätte nicht so eine lange Aufnahmepause machen dürfen. Und dann geht's hier oben weiter. Ja gut, haben wir noch eine ganze Menge vor uns. Besiege alle Gegner nur mit dem Monsterwandel. Ungern. Denn der Monsterwandel, der ist jetzt nicht gerade so gut. Da trainiere ich lieber mich jetzt noch ein bisschen weiter und mache den Monsterwandel dann irgendwann anders. Das ist eines der Gründe, wieso. Ja gut, wir machen aber schon angenehm Damage, sage ich mal. Also damit kann man leben. Blitzstein gibt mir, oder Blitzkristall gibt mir nur her mit dem ganzen Zeug. Das nehme ich lieben gerne auf. Adlamir haben wir auch, heilen können wir uns auch wieder. Und hier hinten sind wieder zwei. Geile Kopfnuss. Jetzt hör doch auf! Scheiß Vieh. Können wir uns jetzt nochmal heilen? Dann ist das scheinbar doch so, dass wir uns nur einmal heilen können. Das ist ja ein Mist. Scheiße. Da muss ich meine komplette Taktik nochmal überarbeiten. Ich will nicht verrecken. Ich habe zum Glück noch ein bisschen Brot. Hätte ich zwar für diesen Battle jetzt nicht gebraucht, aber trotzdem ist mir sicherer. Das sieht nur aus wie eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Was ist das denn für ein Ding? Ah! Ich glaube, das war im... In der Burg Düsterhimmel, in der Galerie der Zeit war das ein Gegner. Glaube ich. Bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber gut, ich glaube, der Maskentänzer da
Keine Ahnung, wie das Vieh hieß. Das kam auch nur in der... Obwohl, nee, der kam im... Sonnentempel kam davor. Das ist Priester von Rama. Ich weiß jetzt nicht, was der kann. Er kann auf alle Fälle blocken, aber sonst kann er auch nicht besonders viel. Gut, das sind Gegner, gegen die kämpfe ich natürlich gerne. Witchpot-Energie, geil! Gut, ist nicht so, dass ich es benötige, aber trotzdem geil! Und ein Rockermuff. Alter. Nein, uncool. Uncool. Der hält aber eine Menge aus. Easy. Ich will zwar meinen Schraubenschlüssel trainieren, allerdings bei so einer Versammlung von Gegnern, da kämpfe ich auch gern mit meiner Sekundärwaffe. Sturmstein, davon haben wir relativ wenig. Und irgendwie kommt es mir so vor, als wären die Attacken von Max, wenn er zielt, oder generell alle Attacken, wenn man zielt, wesentlich klangierischer oder so ähnlich, als wenn man nicht zielt. Mein Zielen ist so gesehen besser, weil man da mehr trifft. Weil wenn man nicht zieht, dann kann man auch gerne mal daneben schlagen. Aber sonst... Alter, ich... Oh gut. Dennoch sollte ich mich vielleicht heilen, denn... die meisten Gegner hier machen ja schon fast so 20 Damage. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, dass ich nur noch 17 Leben habe. Ah gut, es könnte auch möglich sein, dass wir gleich wieder an so einer Engelsmünze drankommen. Die uns dann volle GP gibt. Und wenn ich mich dann jetzt geheilt habe, bringt uns das relativ wenig. Gut, vielleicht wird es auch ein Teufel, dann bringt es auch relativ wenig, denn da können unsere GB dann zu null. Gut, ich glaube, die Böck. Ich heile mich trotzdem mal. Wir nehmen aber nicht das Brot, wir nehmen den Käse. Wo haben wir denn den? Wir haben noch Bananen. Was bringt die Banane denn? Halt, Schaden macht aber durstig. Nimm mal so eine Banane. Da hinten ist noch so ein Rockermuff. 18 Schaden, gut, dass ich mich geheilt habe. So, 21, das sollte ich überleben. Okay. Okay, die Rockermuffs, die sind vielleicht keine guten Gegner für uns mit einer normalen Waffe. Das gebe ich zu, so sieht's aus. Macht aber durstig? Wir haben ja auch Durst. Hä? Ach, durstig ist ein negativer Effekt. Aber was bringt durstig? Weil Durst gibt's ja hier jetzt nicht wirklich. Und wieso zum Teufel habe ich denn da oben so Gift... Gegengift-Amulett? Okay, das könnte was bringen. Aber wo ist jetzt meine Kamera hin? Hä?
Ja, kann man auch irgendwie sehen, was durstig jetzt bringt. Ich meine, klar, wir sind durstig, aber ich habe bis jetzt immer noch nichts Negatives davon gesehen. Das ist für Steve. Ach so, unsere Kamera hat er. Ja. Ja, dann warte mal. Machen wir es so. Weil Vergiftungen sind hier wirklich scheiße. Da bringt so ein Gegengift-Amulett schon eine ganze Menge. Und ich weiß immer noch nicht, was das durstig bedeutet. Weil besetzt haben wir noch nicht wirklich was Negatives gemerkt. Vielleicht weniger Damage, aber wir machen schon relativ viel Damage. Gut, das könnte daran liegen, dass wir einfach nur ziemlich stark sind, aber... Siehst du, wir machen nicht wenig Damage. Also, was bringt das durstig? Ha, egal, wenn wir die Ebene verlassen, oder wenn wir das Verlies verlassen, was wir dann sowieso machen, denn Max ist tot. Gehen wir, werden wir eh wieder komplett geheilt. Die Dinger sind fies, davon muss ich aufpassen. Jupp. Davon muss ich aufpassen. Wir haben Brot bekommen. Kein Knusperbrot, wir haben normales Brot bekommen. Du bist so durstig, dass du nicht... Bitte, was? Oh, lol. Alter, das ist ja kacke. Gut, jetzt wissen wir auch, was das durstig bringt. Zwölf Synthesepunkte haben wir da drin. Wir leveln das noch ein bisschen. Dann machen wir das wie bei Max, dass wir dann mit seiner Hauptwaffe und wahrscheinlich auch... Obwohl, nee, wir machen zuerst Max seine Hauptwaffe und danach Monikas Hauptwaffe. Theoretisch könnten wir jetzt auch beides machen. Nee, ich mach's der Reihenfolge nach. So, noch ein Brot. Merci. Ja, treff mich nur nochmal. Und schon wird er ein Brot. War zwar kein schöner Kampf, aber wir haben es geschafft. Und wir müssen auch nicht mehr kämpfen. Hooray. Ist das der Zauberkristall? Geil. Ist da hinten noch eine Schatzkiste? Natürlich ist da noch eine Schatzkiste. Hooray. Und was ist denn das für ein fetter roter Punkt? Das ist jetzt keine Quelle. Es könnten drei Monster auf einen, zusammen auf einen Fleck sein. Ich habe ein Gegengift-Amulett. Nice! Ja, wie geil ist das denn? Wir bekommen einfach mal so zwei Goldbahnen. Das sind zwei Ta- Ja, geil! Und das sind wirklich sehr, sehr viele Gegner auf einen Fleck. So... Gut, das Gegengift-Amulett, das hilft jetzt scheinbar nicht ganz so viel. Aber muss auch nicht helfen, denn wir verlassen jetzt eh das Verlies. Und da sollten wir wieder komplett geheilt sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also. Hier, was Leckeres zu futtern für dich, mein kleines Vögelchen. Verlies verlassen, speichern können wir danach. Mhm.
Und dann mal... Monika hat volle Leben, ist nicht mehr verpasst. Easy, dann können wir wieder rein. Jo. Besiege alle Gegner nur mit dem Witchbot. Oh, das mache ich doch lieben gerne. Auch wenn mir der Name Drachentöter schon wieder überhaupt nicht gefällt. Obwohl, das könnten vielleicht die Gemrons sein. Die gehen eigentlich. Das Negative jetzt daran mit besiege alle Gegner nur mit dem Witchbot ist, dass wir wieder, ich glaube, unsere Waffe nicht leveln können. Denn die Punkte müsste dann ja Steve bekommen, glaube ich. Kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Schön. Witchbot-Energie, geil! Oh, lol. Das da hinten ist aber kein Drache. Gut, der Schuss ging ein bisschen daneben. Gegengift, ja, kann man auch nehmen. Und ein Reparaturpulver, auch immer fein. So, in die Quelle gehen wir jetzt definitiv nicht. Da müssen wir, denke ich, auch mal nicht rein, denn Steve können wir damit ja eh nicht heilen. Das gefällt mir auch. Solche Machtkristalle sind sehr geil. Du drehst dich um. Da können wir dich von der Ferne attackieren. Easy. Schon wird dann Reparaturpulver erhalten. Das finde ich auch sehr geil. Ist die Frage, ob die Witchpot-Energie uns auch die Waffen heilen können. Generell müssten wir mal schauen, ob wir neue Waffen bekommen können. Geostein haben wir auch erhalten. Weil ich meine, wenn wir sehen, wie viel die Monster hier alles aushalten, da scheinen unsere Waffen nicht mehr ganz so stark zu sein. Im letzten Dungeon haben wir noch so gesagt, boah, wir sind übelst OP, wir können jetzt jeden killen. Und hier... merken wir, dass es scheinbar doch nicht so ist. Aber gut, wir haben mehr als genug Reparaturpulver. Ich weiß nicht, ob man diesen Schrei jetzt gehört hat. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen. Schlecht, wenn man in einem fetten Ghetto wohnt. So. Die Dinger, die sollten kein so großes Problem darstellen. Die halten zwar auch recht viel aus, aber obwohl, okay, ich nehme es zurück. Die halten gar nichts aus und sind viel zu langsam. Die könnte ich selbst mit mir und meiner normalen Sekundärwaffe killen. Egal, ob das 2 oder von mir aus auch 3 oder 50 von den Dingern sind. Obwohl 50, das könnte Reparaturpulver Probleme geben. Und das ist dann wohl der Grund, wieso das Dungeon hier Drachentöter heißt. Oh Leute, der spuckt vor... Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Wir können auf alle Fälle schon die Ebene verlassen. Aber wir brauchen noch ein paar Gegner.
Ich hoffe mal, das war der einzigste Drache jetzt hier, denn ich meine bei der Regenbogen-Schmetterling-Waldebene, die heißt die Killerschlange oder so, gab es ja auch nur eine Killerschlange, glaube ich. Ich denke mal, in späteren Ebenen kamen dann weitere Killerschlangen neu dazu. Aber ich glaube, in der Killerschlangen-Ebene gab es nur eine Killerschlange. Werden wir ja dann sehen. Das Gute ist auf alle Fälle, im Treppenhaus ist jetzt wieder Ruhe. Schön. Keine Ahnung, ob man das jetzt hören konnte. Mein Mikro ist ja immer besonders... anfällig auf sowas eingestellt. Willst du mich verarschen? Ja, hallo, jetzt komm doch. Dreht schon. Jetzt lauf nicht in meine Richtung. Jetzt hör doch auf. So. Meine Fresse. Ja, und die... Oh, boah, gut, ich konnte sie noch einsammeln. So, du gibst mir jetzt wieder eine Teufelsmarke, ne? Habe ich doch gesagt. Bei meinem Glück immer. Halbiert Schuss. Oh gut, das brauche ich jetzt auch nicht. Das sollte jetzt auch kein so großes Problem darstellen. Karte, das ist auch gut. Da weiß ich wenigstens, wo der Ausgang ist. Okay. Da ist nichts drin. Und da sind dann noch mindestens 4 Gegner. Pow, 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 pow. Was? Wieso hab ich denn jetzt keinen Schaden gemacht? Was war das denn? Was war das denn für ein Cheater? Ich hab so schon zu wenig. Was hab ich jetzt bekommen? Irgendeinen Trank. Ich hab so schon zu wenig WP. Cheatet der Eiskold. So, dann die beiden Gegner noch und dann sollten wir hier die Aufgabe auch erfüllt haben. Alter, wieso muss denn der blocken? Nervt doch nicht. Ja, ich bin nicht hier, kannst dich umdrehen. Jetzt lauf mir nicht hinterher! Was ist denn los mit diesen scheiß nervenden Typen hier? Dreh dich noch mehr um. So. Gott. Vorher habt ihr mir besser gefallen. Du drehst dich jetzt nicht um. Er dreht sich natürlich um. Easy. So, hier war noch was. Ah, toll. Ja, alle Monster besiegt. Die Waffe sieht geil aus. Wie so eine Wasserpistole. Nur Witchbots hier erreicht. Easy. Ja, geil. Und der Stein ist weg. Ja, GG. Schön. Oh, so ein Scheiß. Meine Fresse, das Spiel mobbt mich doch von Grund auf Grund, auf Grund und Boden. Auf alle Fälle würde ich sagen, geht's jetzt auf in die nächste Ebene oder vielleicht auch nicht. Denn wir fliegen erstmal zusammen mit unserem kleinen Condor-Freundchen in das Ebenenmenü nach Vordas Tal. Speichern hier ab und dann würde ich sagen, beenden wir den Part und sehen uns dann in der nächsten Folge in Vordas Tal wieder, was auch immer das ist.
Im ersten Dungeon gab es ja einen Zwischenbosskampf. Im zweiten glaube ich jetzt nicht. Da gab es nur dieses Treffen mit König Mardan. Mr. Two als Fischmensch. Mal gucken, was uns da erwartet. Werden wir sehen. Auf alle Fälle hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Freue mich, wie immer, bekomme ich ein Likes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tüdelü XD. Ciao.